Hallo zurück bei Necromunda Hired Gun. Ich bin Dennis und wir haben das letzte Mal die Orlocks besiegt. Das ist eine der großen Gangs hier Deine unten. Serben wieder im Fass gestohlen. Betrunkene Ratten sind echt das Letzte. Die Ratten stehlen Fässer hier bei ihr. Bierfässer. Na gut, wir reden mit Cal Jericho, was der uns zu sagen hat. Wir haben ja letztes Mal diese Orlok-Gang ausgeschaltet. Viel mehr hat uns das nicht gebracht, außer dass wir einmal Silver Talon getroffen haben, also die große Böse. Warum auch immer, was auch immer sie jetzt hier genau vorhat, das wissen wir noch nicht, aber wir haben sie gesehen und mehr haben wir nicht mit ihr gemacht. Deswegen reden wir jetzt mal mit Cal. Vielleicht weiß der Ich habe Cal es ja vorher irgendwas ausgeglichen, darüber. aber so gefährlich wie jetzt war es hier noch nie. Ja, hier haben Ich gerade ein weiß, paar dass du Leute mir auch schon helfen erzählt, kannst. dass jetzt ein Machtvakuum Wer wohl hat hier wohl entstanden das ist, Sagen? jetzt wo die Jetzt, Orlocks weg wo die sind. großen Bosse tot sind? Ja, gefällt mir auch nicht. Naja, noch ein White Snake? So, Cal, was los? Ich frage mich langsam, ob ich etwas an dieser Geschichte nicht recht Ich verstehe. verstehe gar nichts an dieser Geschichte, aber ist auch egal. Ballern ist Ballern. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das nicht der Schrecken von Haus Orlok ist. Neuigkeiten verbreiten sich schnell, ha? Huh? Normalerweise nicht. Aber du wirst hier langsam zur Berühmtheit und reich, schätze ich. Auf einige dieser Orloks waren Belohnungen ausgesetzt, wie ich höre. Ja, endlich beginnt sich der ganze Mist hier auszuzahlen. Vielleicht sogar auf mehr als eine Weise. Was hast du noch herausgefunden? Sie war auch da. Silver Talon. Mit den Black Serpents. Sie? Bist du sicher? Ja. Sicher, dass es nicht eine Escher war? Nein, es war Silver Talon. Eine Escher hätten die Orlocks niemals so respektvoll behandelt. Weißt du, wo sie sich verstecken? Die Black Serpents? Vielleicht. Aber vergiss nicht, dass die Orlocks ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben. Weiß nicht, ob es klug wäre, eine zweite Front aufzumachen. Überlass die Black Serpents fürs Erste mir. Du passt auf dich auf. Plötzlich war andere Stimme irgendwie anders abgemischt. Das haben sie später aufnehmen müssen. Keine Ahnung. Das klang irgendwie gerade komisch. So, dann reden wir mal mit Ist der eine Barkeeperin. anständige Gaststätte. Ich will keinen Ärger mit den Enforcern. Oh, lass mich Also mit dir bitte. reden. Komm schon. Wann kommt das E? Wann darf ich E Hier gibt es drücken? nur gutes Zeug. Ah, jetzt lass Einsteigen mich doch. würde ich dir nie servieren. Lass mich doch jetzt E drücken. Das Spiel ist Verdammtes manchmal so Drecks. Das blöd, Geschäft lohnt sich kaum mehr bei dem, was sie dass ich bezahlen. nicht mit ihr reden darf. Wieso nicht? Verstehen Sie schon? Nur das gewöhnliche Spektrum. Hä? Ja, wirklich? Ich darf hier nichts machen. Ich White drücke Snake die ganze Zeit eh wie 25 verrückt. Threads, MSEC 4 und Old Foils 3. Zumindest steht das so auf der Flasche. Das gibt's doch Keine Ahnung, nicht. was wirklich Ist das jetzt los ist. verbuggt oder was ist hier das Problem? Ich Ich könnte Yolanda fragen, interagiere mal mit dem aber. Hundi. Vielleicht kann ich dann irgendwie das triggern, dass das da drüben auch wieder funktioniert. Das hier ist ein neutraler Ort, klar? Keine Kämpfe, Schießereien Ja, oder jetzt Todesrisse red sind halt mit White mir. Oh, geht Snake. doch, endlich. Zwei. Schick. Aber pass auf dich auf. Die Orlocks wollen immer noch deinen Kopf, sagt man. Was von ihnen übrig ist. Es gibt immer noch die Red Crows. Sie haben ein großes Gebiet jenseits von Thorians Kuppel. Ziemlich gefährlich. Aber weißt du, was ich gehört habe? Was? Es heißt, einige der Goliath-Gangs finden richtig gut, was du abziehst. Und sie haben beschlossen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um die Red Cross endgültig fertig zu machen. Das riecht nach Gangkrieg. Vielleicht machst du ja mit und wirst so ein weiteres der Probleme los, in die du immer reinzulaufen scheinst. Gangkrieg, das klingt gut. Machen wir. Ich könnte Gangkrieg. Yolanda fragen, Tempus aber. Dedra. Fraktionen. Orlok Gang. Was bedeutet das? Also das sind übrigens die ganzen Fraktionen. Da habt ihr sie mal im Überblick. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was das hier alles bedeutet. Also warum hier überall fünf rote Striche sind. Vielleicht, wenn ich die Missionen hier machen, dann schwäche ich die jeweils. Das könnte sein, oder? Weil hier ist ja immer irgendeiner der Gegner und ich kann die dann alle schwächen. Aber Ziele, mit ihnen kannst du mehr Credits verdienen und dir bessere Ausrüstung besorgen. Es war bisher aber nie wirklich notwendig. Also ich habe ja einmal so eine Mission gemacht, aber irgendwie so richtig notwendig war das nicht, bessere Ausrüstung zu haben bisher. Meine Ausrüstung ist eigentlich ganz okay. Dann nehmen wir jetzt mal statt dem schweren Bolter, nehmen wir jetzt mal den Bolter hier mit. Dann passen wir die Waffe noch an. Kann ich gar nicht. Okay. Achso, weil ich gerade bei Pistolen bin. Ich wollte hier hin. Der Deathbringer.
Haben wir da irgendwas Schönes? Oder ein bisschen was hier ranpappen? Glücksbringer plus 2. Glücksbringer, der ist sogar noch besser. Dann nehmen wir doch den. Bisschen Archotech, ein bisschen Strom. Strom plus 4 Stromschaden. Mündung, können wir uns was kaufen. Das verbessert alles. Das ist grundsätzlich verbessernd. Das Ding sieht doch gut aus. Zack. Kostet doch nix. Kostet doch nix. Alles hier. Handhabung plus 4. Stabilität. Ja, das hat aber zu viele Nachteile irgendwie. Wobei, das Ding hier ist ganz geil. Das ist die Genauigkeit und die Reichweite ordentlich. Das nehme ich, glaube ich. Ich habe noch nicht eine Waffe, die so eine richtig gute Reichweite hat. Mit dem Laserpointer, da kannst du nicht viel anfangen. Stabilität, da können wir die Genauigkeit noch ein bisschen verringern und dafür die Stabilität deutlich steigern. Dann nehmen wir den doch, würde ich sagen. Das ist ein ganz guter Tausch. Naja, das ist alles, lohnt sich hier alles nicht so richtig. Trommelmagazin, dann nehmen wir auch einfach ein größeres Magazin. Das lohnt sich immer, das hat auch keine Nachteile. Visier könnte man noch draufschrauben. Zielfernrohr, Mittel. Beide Mittel. So, weil wenn es ein bisschen auf Fernkampf gehe, dann sollte man da ja auch entsprechend ein Zielfernrohr drauf haben. So. Die sind alle immer schlechter. Also wirklich das Thema Rüstung ist einfach, das ist irgendwie nix. So. Läuft. Können wir hier noch irgendwas Besseres mitnehmen? Nee. Kriegen wir den anderen Bonus nicht. Gut, komm. Los geht's. Will nicht ewig rummachen hier. Kapitel 10. Die Aktivitäten von Silver Talon. Deine Einmischungen und die Rivalitäten zwischen den Häusern haben sich zu einem waschechten Bandenkrieg ausgewachsen. Mehrere große Goliath-Gangs, versteht ihr? Groß Goliath, na egal. Die Red Crows, eine mächtige Orlog-Gang anzugreifen und ihr Gebiet zu erobern. Das ist deine Gelegenheit, das Orlog-Problem loszuwerden. Jage die Red Crows, aber pass auf Silver Talon und ihre Escher-Verbündeten auf. Ja, wie erkenne ich die? Ich schieße einfach auf alles, oder? Machen wir das so? Machen wir so. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Mal sehen, was da los ist. Ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt einfach wieder mal so ein Krieg herrscht und wir da mittendrin sind. Wir einfach alle irgendwie... Wow, okay, das Ding ist fett. Der Bolter ist nice. Du bist da in einen Gangkrieg reingestolpert. Ja, I like it. Wo bist du, Jericho? Willst du auch mitspielen? Vielleicht. Die Black Serpents sind hier. Ich bin ihnen auf der Spur. Aber halt die Augen offen. Silver Talon ist vielleicht auch da. Ja, red du nur. Ich bring derweil schon mal Leute um. Ist das okay? Machen wir so. Wir haben den Job zu erledigen. Ah, da kommt einer von hinten. Zack. Ich will doch mal nur mal meinen Bolter ausprobieren, meinen neuen. Kann mal einer ein bisschen weiter weg stehen bleiben? Ja, der ist doch ganz gut, oder? Was meint ihr? Ich finde, der ist ganz gut. So, sichere das Gebiet. Machen wir. Wie kommen wir da jetzt hin? Da. Fällt er runter. Trottel. Welches Gebiet soll ich sichern? Das hier alles, oder was? Soll ich die einfach alle umbringen? Alle, die hier rumstehen. Kann nicht so schwer sein eigentlich, oder? Weil ich noch nicht so ganz geschaut habe, auf wen ich hier schießen soll. Also weiterhin meine Strategie, schieß auf alle. Aber es kann halt auch sein, dass das falsch ist. Ich habe ein Statusobjekt gefunden, das ist schön. So eine Art, keine Ahnung, Mercedes SLK, den kann ich mir jetzt um den Hals hängen. Vielleicht habe ich das neue iPhone gefunden oder sowas. Ist das überhaupt noch ein Statusobjekt? Keine Ahnung. So... hier noch irgendwas. Eine dumme Leiter. I don't care. I don't care. Hier ist noch Muni. Ammunition. Hier wäre die Leiter hingegangen. Okay. Das hier ist Orlok-Gebiet. Ja, jetzt nicht mehr. Trottel.
Denkt ihr wirklich, dass ich jetzt hier abziehe, bevor ihr alle tot seid? Ganz vergessen. Ein Hundi. Ja, komm doch, bleib doch mal stehen, Junge. Dieser neue Bolter ist super. Ich mag den. Man kann im Nahkampf drauf zuckeln und man kann im Fernkampf schön was damit machen. Echt, gefällt mir. Da unten hat jemand richtig dicke Knarren dabei. Ja, ich hab auch gehört. Ich hab auch richtig dicke Knarren. Da unten ist ein Damm. Siehst du ihn? Ich glaube, irgendwie. Da unten hat jemand richtig dicke Knarren dabei. Hä, das hast du schon mal gesagt. Ja, ich hab's gehört. Warte. Ups. Da unten ist ein Damm. Siehst du ihn? Ich glaube, irgendjemand versucht, ihn zu sprengen. Säubere die Kriegszone. Okay. Mach ich. Dann probieren wir da doch mal hinzukommen. Okay, was ist das da jetzt? Warum ist da so komisches Gebratzel? Okay. Ich check hier gerade nicht so hundertprozentig, wo ich jetzt hier dahin komme. Oh, da ist so ein großer, so ein fetter. Alter, der macht ja richtig Gebritzel. Der macht ja richtig Britzel-Action hier. Der hat auch noch Freunde mitgebracht. Das ist so ein Tesla-Spacko hier. Ich muss erstmal seinen Kumpel hier erledigen. Der nervt ein bisschen. Mit seinem radioaktiven Geschmunze, was er mir hier ins Gesicht schießt. Oh, jetzt ist er schon tot. Jetzt stirb doch! Was wollt ihr eigentlich noch? Als ob ihr irgendeine Chance hättet. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Hier ist erstmal noch Rüstung. Rüstungskrom. Also hier ist auch keine Tür oder sowas. In die Richtung. Da muss es ja irgendeinen anderen Weg geben, den ich noch nicht checke. Hier vielleicht. Ah. Jetzt geht's hier nämlich auf. Und dann können wir nämlich hier durch. So sieht's aus. Sehr schön. So, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Du bist da einer. Dann bist du tot. Da unten wird ganz schön heftig gekämpft. Dann bist du hier richtig. Such weiter. Würde ich auch sagen. In diesem Gebiet muss ein Hinweis sein. Ein Hinweis. Könnte was mit der Sache zu tun haben. Was suchen wir denn? Hinweise auf Silver Talon. Okay, dann gucke ich mal, dass ich Sachen finde, die mit einer mysteriösen Frau zu tun haben, die ich nicht kenne und von der ich nichts weiß. Wie finde ich Hinweise darauf, ist die Frage. Dieser Bolter ist super. Gut, dass ich den genommen habe, dass ich den so schön aufgerüstet habe. Vor allem das große Magazin ist cool. Ich meine, ich lade zwar ständig nach, aber ich müsste gar nicht. Ach, sie sehen so niedlich aus, wenn sie zerspratzen. Du bist aus dem Sumpf gekrochen. Deine Mutter, ey. So. Können halt gar nichts. Ich finde diese gechillte, entspannte Musik im Hintergrund gerade sehr unpassend. Aber ist auch egal. Hier ist halt auch gerade überhaupt nichts los. Also niemand kämpft hier ernsthaft. Oh, ich sterbe gerade. Also nicht gut. Ich muss hier weg. So. Mal aufgeladen. Sehr gut. Sind jetzt die Hunde? Ich höre die ganze Zeit Hunde. Da unten, ach so. So. Ruhe jetzt. Ruhe im Karton.
Ah, da ist ein Hundi. Gedacht, wo seid ihr denn? Ich höre es die ganze Zeit bellen, aber da ist nichts. Aber sollte man irgendwie, wenn man hier besser aufpasst, tatsächlich verstehen, wer hier gerade auf wen schießt? Und dann soll man sich nur mit einer dieser Seiten anlegen? Oder ist das so gedacht, so wie ich, blind auf alles zu schießen? Das sind definitiv nicht die üblichen Unterweltwaffen. Ich schätze, Silver Talon hat diese Goliaths mit Ausrüstung versorgt. Ist mir doch egal. Sie sterben wie jeder andere auch. Vor dir liegt ein alter Schrein. Direkt an dieser Grube führt ein ausgetrockneter Kanal vorbei. So kommst du hin. Hin? Wohin? Zu dem Damm, den ja irgendwer sprengen will? Sichere den Tempel. So ganz verstehen, warum ich hier jetzt gerade rumrenne, weiß ich immer noch nicht. Ich suche irgendwelche Hinweise und töte alle. Aha. So, jetzt müsst ihr mir folgen. In diesen Gang. Im mysteriösen. Ich habe hier nämlich bessere Deckung als ihr. So. Zack. Aber ich habe noch keine Kisten gefunden, oder? Was ist denn da eigentlich los? Sonst bin ich doch immer die letzten Male so der große Kistenjäger gewesen. Aber irgendwie diesmal nicht. Da oben vielleicht? Naja. Hier scheint es ja dann eher weiterzugehen, oder? Dann gehen wir doch nochmal hier unten rein und gucken nochmal, ob hier nicht noch irgendwo eine geheime Kiste ist. Die Musik ist echt so chillt gerade. Finde ich ganz gut. Kann man sich, also sie ist unpassend, aber entspannend. Hm. Ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt hier richtig bin. Bin mir unsicher. Ja, wird schon stimmen, ne? Auf jeden Fall richtig. Okay, dann bin ich mir jetzt sicher, dass ich hier richtig bin. Wenn Cal sagt, hier bist du auf jeden Fall richtig, dann wird da schon was dran sein. Sonst hätten sie das Soundsample nicht eingespielt. Kommt er jetzt her? Können wir jetzt zusammen schießen oder was? Finde ich ja ganz nett. Nicht immer so alleine. Ich denke immer noch, ist hier nicht mal vielleicht mal irgendeine Kiste oder sowas? Irgendwas... Nee. Aber immerhin habe ich alles wieder aufgefüllt hier, alle Rüstungen und so. Hier ist ja wirklich gar nichts. Nichts. Wenigstens mal eine von was, wie viel? 5 Kisten müsste doch mal zu finden sein, oder? Was ist da hinten? Achso, ein Computer. Mhm. Na gut, wir können ja hier an der Stelle vielleicht mal eine kleine Pause machen. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen in den Räumen um, ob ich noch irgendwo eine Kiste finde. Und dann gehen wir nächste Runde weiter, nächste Folge weiter, um hier den Tempel zu sichern. Und vielleicht treffen wir dann auch auf Cal und vielleicht finden wir dann auch was über Silver Talon raus. Wer weiß. Ich habe noch nicht das Gefühl. Es wirkt sehr unfokussiert, die Suche nach Hinweisen hier. Ja, hier noch ein paar Leute erschießen, da noch ein paar Leute erschießen. Oh, dann gehe ich mal da hinten zu dem Tempel. Ja, dann schieße ich da noch Leute. Hm, vielleicht finde ich auch irgendwo einen Hinweis. Keine Ahnung. Was weiß ich. Na gut, wir sehen uns nächstes Mal, Leute. Ciao, ciao.